So, ich stehe hier mit Björn Schonlau, Catcher für die Untouchables Paderborn. Björn, letzte Woche der Split 1-1. Erstes Spiel, die Legionäre doch relativ dominant gewesen. Im zweiten Spiel konnte er zurückkommen. Wie schätzt ihr das letzte Wochenende ein? Wie war das für euch? War das okay, das 1-1, oder wolltet ihr eigentlich schon mit zwei Siegen rausgehen? Ja, ich denke, gegen Regensburg einen Sieg zu holen, ist auf jeden Fall immer ganz gut. Erstes Spiel haben wir natürlich den Anfang verschlafen, sind schwer ins Spiel reingekommen, haben lange gebraucht, um da reinzukommen. Auge hat uns dann echt lange noch gut ins Spiel gehalten und zum Ende hin, ja, haben halt die Legionäre da das locker runtergespielt. Zweites Spiel lagen wir auch lange hinten und dann haben wir uns wirklich mal zusammengerissen und ein Team-Effort gezeigt und haben, denke ich, auch verdient immer zurückgekommen. Klar, ein unglückliches Ende für die Legionäre mit dem Base-Loaded-Walk, aber ich meine, waren gute Spiele. Ich denke, wenn man das erste Inning weglässt, wäre auch das erste Spiel auf Augenhöhe gewesen. Und ich denke, heute ist es auch, also es kann so oder so ausgehen. Ja, den Legionären im zweiten Spiel dann doch irgendwo das Pitching auch ausgegangen. Heute Mike Bösenbrück zurück, der wird sicher eine harte Nuss sein zu knacken für euch, oder? Ja, ich denke, die Leistung, die er bei der Harlem Hongpo Week gezeigt hat gegen Chinese Taipei, ist ja nicht so schlecht gewesen. Vielleicht sind wir ein bisschen besser als die Taiwaner. Mal schauen. Also unser Ziel muss natürlich sein, von Anfang an da die Schläger sprechen zu lassen. Und dann kann alles passieren, denke ich. Ich frage mal nach dem Starting Pitching. Du hast ja schon gesagt, letzte Woche der Christian Rahn nicht reingekommen ins erste Spiel. Startet er heute trotzdem oder geht er eventuell da mit dem Eugen Heilmann als Starter? Ich weiß es noch nicht genau. Ich denke, dass der Auge geht, so wie ich das so gestern mitgerichtet habe im Hotel, dass der Auge kommt und dass der Rahn dann zum Schluss als Reliever reinkommt. Ist jetzt nichts, weil er letzte Woche nicht gut reingekommen hat. Einfach nur, weil Auge letzte Woche super die legionäre Offense in Schach gehalten hat. Und von daher denke ich, wir müssen halt alles versuchen. Ne? Wir haben auch nicht so einen tiefen Pitching-Staff. Von daher müssen wir damit gehen, was wir haben. Ne? Dann wünsche ich euch viel Erfolg für die beiden Spiele heute, eventuell für Spiel 5 morgen, und dann sehen wir uns nach den Spielen. Alles klar. Danke. Danke. Danke.